Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Workaholic und falls du noch kein Abo hast, möchte ich unten auf den Button zu drücken und gleich daneben die Glocke zu aktivieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Außerdem würde ich mich einen Daumen rauf freuen. Kommen wir direkt zum heutigen Dessert. Es geht um Honigmelone, Lenzmilch, und Schokostreusel. Ich habe meine Dessertschale bereits vorbereitet, brauche nur einen Teelöffel und gebe mir jetzt direkt mal ein paar meiner Teile meiner Honigmelone, die ich bereits vorgeschnitten habe, in meine Dessertschale. Dann aufpassen, dass nichts daneben geht. Na, die Schale darf ruhig ordentlich voll werden. Die Honigmelone riecht schon sehr lecker. Man könnte es auch direkt so wegnaschen. Aber das wäre ja viel zu einfach. Jetzt kommen meine Schokostreusel, die ich einfach hier meiner Melone hinzufüge. Und einfach obendrauf meine Kondensmilch. Übrigens hier mit 4%, es gibt nur auch mit 7,5% und auch mit 10%. Da musst du einfach entscheiden, welche du am liebsten magst. Ich lasse hier die Kondensmilch jetzt einfach langsam über die Melone laufen, dass sie quasi überall so ein bisschen verteilt ist. Ja. Fast alle, ich mache sie jetzt mal leer. Okay. Habe ich ein bisschen mehr Milch als erwartet, macht aber nichts. Davon wird man nicht sterben oder so. Im Gegenteil, es ist eher lecker. Das ist unser Dessert. Mehr ist es schon gar nicht und damit wünsche ich dir guten Appetit.